Ja, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Rayman Origins. Ja, die Umfrage lief positiv. Nicht ganz so sehr, wie ich gedacht hatte, aber doch positiv. Und für diejenigen, denen dieses Spiel immer noch zu kindisch ist, ich werde versuchen, da mal ein paar Zwischen-Let's Plays, also random Let's Plays von unterschiedlichen, in Anführungszeichen, erwachseneren Spielen reinhauen. So, aber wir starten jetzt einfach mal. Das hier wird entfernt. Fortfahren. Und wir starten ein neues Spiel. Und dann schauen wir uns mal das Intro an. Ein großer Baum. Ein äußerst großer Baum. In einer idyllischen Waldlandschaft vielmehr. Irgendein Typ braucht Blubberpfeife. Tja, man lässt sich's gut gehen. Rayman und seine Freunde ruhen sich einfach aus und genießen das schöne Wetter, wie das halt so ist. Doch anderen gefällt das gar nicht, denn das ist ziemlicher Krach dort unten anscheinend. Und die alte Hexe mag das nicht. Aber davon lässt man sich natürlich nicht beeindrucken. Warum sollte man auch? Und die alte Hexe schickt ihre Dämonen aus. Jede alte Oma hat doch so welche, oder nicht? Da kommt ordentlich viel Müll rausgeflogen. Okay. Und da geht das große Geschrei los. Und da wurden sie gefangen genommen. Nicht schön, nicht schön. In einer Winternacht. Was macht man nur? Ich springe einfach mal. Oh. Das lief doch echt gut. Na also. Hey, du klatschender Held. Sieht so aus, als ob der alte Meister wieder mal Blasen spuckt. Völlig durchgeknallt, der Kerl. Wir werden diesmal viele Elektroons brauchen, um ihn wieder in Schuss zu bringen. Sieht so aus. Ich gehe einfach mal links lang. Mal sehen, was es dort so zu sehen gibt. Nö, wer ist das denn? Okay. Na endlich ist mal was los auf der Lichtung. Durch dein Gesäge hast du scheinbar die wandelnde Seele zum Leben erweckt. Gute Arbeit. Der raue Typ mit der Sense dort bewacht den Weg ins Land der wandelnden Seelen. Okay. Ja, erzählst mir doch noch mehr. Der alte Dickschädel ist ziemlich eitel, weißt du? Verfass ihm ein paar strahlende weiße Schädelzähne, wie diese hier. Sie sind übrigens rot. Und er lässt sie dich in die finstere Gefilde. Okay. Also wir müssen rote, weiße Zähne sammeln. Gut zu wissen. Viele Elektrons gehe ich mal da lang. So. Und an alle, die das letzte Demo gesehen haben, ich hatte da ja einige Probleme mit den Slowdowns. Die Slowdowns sind nicht ganz weg, aber ich habe die Auflösung ein bisschen runtergeschraubt und ich habe Fraps praktisch den Auftrag gegeben, die Frame Rate auf 60 FPS zu lassen. Dadurch äußern sich diese Slowdowns nicht in Slowdowns, sondern in Lags, was noch ein bisschen besser ist. Aber egal, wir gehen erstmal einfach ins erste Level. Hier in dieser interaktiven Ladezeit, wie ich rausgefunden habe, da kann man auch rumspringen und so weiter und so fort. So, und da sind wir schon. Und wir müssen... Also unser Hauptziel ist natürlich durch das Level durchkommen und so weiter. Aber wir sollten auch viele von den Lumps heißen, die, glaube ich, sammeln. Lass mich raus! Und die sollten wir natürlich befreien. Also hinterher.
hinterher der Holden Mais helfen. Huch. Hier gibt es schon mal einige. Das, was im Blasen ist, sollte man schnell einsammeln, denn es verschwindet nach einer gewissen Zeit. Und wie gesagt, diese Lumps, diese gelben Viecher, davon braucht man einige, um weiter im Spiel voranzukommen. Deswegen sollte man die auch einsammeln. Und dieser König, der die zum Singen bringt, der bewirkt, dass wenn man sie einsammelt, während sie singen, dass man zwei für jeden eingesammelten Punkt bekommt. Huch, das war zu weit. So. Na, einmal warte ich zur Sicherheit noch. Da wäre ich zwar auch locker reingekommen, aber egal. Und kaputt. Bravo! Na? Und Kraft zum Angriff! Wir bekommen die Angriffskraft. Wir können schlagen, also wir können angreifen. Und natürlich müssen wir es sogleich einsetzen. Da die Zähne hier Lumps bringen, werde ich gleich mal alle kaputt machen. Und zurück geht's. Hier kommen auch mal so ein paar andere Gegner. Und die Augen, alles kein Problem. Die schlägt man einmal und dann kehrt man durch die Tür durch. Ein Herz und Lumps, sehr gut. Na, du gehst auf Tauschstation. So, gibt es da unten vielleicht noch irgendwas? Nein, dort ist nichts mehr. Also weiter. Das, halt diese grünen Pflanzen hier, da kann man immer Plattformen oder sowas ausfahren lassen. Und bei Blauen ist das ähnlich, nur dass dort halt immer, ja, böse Sachen rauskommen, sozusagen. So, ich sollte das gleich aber wieder reaktivieren, damit ich da besser rüberkomme. So. Sehr gut. Na? So, wichtig ist jetzt, dass ich hier die Medaille bekomme. Denn die bringt auch nochmal sehr viele Lumps. Die muss man halt so ein bisschen... Da muss man halt rankommen und die dann so ein bisschen festhalten. Dann kriegt man einige Lumps dafür. So, hier sind wir auch schon am Ende vom Level, sozusagen. Dort ist halt mein Käfig, der von einer Aura geschützt wird. Und diese Aura, die kann man nur überwinden, indem man sämtliche Kreaturen, die halt mit dieser Aura irgendwie so in Verbindung stehen, kaputt macht. Und das ist mein Plan. Das ist am Anfang natürlich nicht besonders schwer. So, und damit haben wir den Käfig. Das ist in diesem Level der einzige Käfig, den es gibt. In anderen Levels gibt es noch mehrere Käfige zu finden. Aber dieses Level hätten wir geschafft. Wir haben 142 Lumps eingesammelt. Und das reicht zumindest, um beide Elektrons zu bekommen. Wir haben nicht sämtliche Lumps, die es gibt, eingesammelt, aber wie gesagt, genug, um diese Elektrons zu erhalten. Sehr schön, also geht's jetzt weiter. Wieder einmal eine Ladezeit. In dieser werde ich jetzt einfach mal nichts machen. So. Und wir haben, wie gesagt, drei Stück. Und den natürlich auch den Weg ins nächste Level freigeschaltet. Die fulminante Fontäne. Dort gehen wir gleich mal hinein. Die Ladezeit eben abwarten. Sehr gut. Ja, mal aufspringen, mal gucken. Diese faulen gelben Sportsfreunde sind Lumps, vollgepackt mit Energie. Das ist gut. Für jene, die ihre Energie einzusetzen wissen, können Lumps sehr erleuchtet sein. Diese glitzernden kleinen Dingerchen sind Schädelmünzen. Jede Schädelmünze hat den Wert von 25 Lumps. Jackpot! Fange einen schlafenden König und stecke seine Untertanen in Brand. Das klingt sehr brutal, ist es aber gar nicht mal. Schnapp sie dir, während sie noch heiß sind. Zwei Lumps für einen, nur für kurze Zeit. Und wir sollen mehr Lumps sammeln. Dann machen wir es doch mal. Dort gibt es ein Herz. Ups. So. Diese Stelle hier ist ziemlich anfällig für Lags, Slowdowns, wie auch immer. Da braucht ihr euch nichts bei denken. Das ist halt immer so. So. Hep. Und auch den machen wir mal eben kaputt. Hier gibt es noch ein paar Lumps.
nehmen wir mit. Und dort unten die Schädelmünze, die hätte ich auch sehr gerne. Dort im Wasser gibt es ein paar fiese Kreaturen. Deswegen wollen wir dort nicht reinfallen. Partout nicht. So, hier noch ein paar Loops rausholen. Und rein. Hier gibt es schon so einen König. Holen wir uns gleich ein paar in Flammen stehende Untertanen schnappen können. So, dort ist noch Mist. Den habe ich nicht mehr erreicht. So, hep. Hier, die wollen wir gerne alle haben. So. Hier gibt es noch ein paar normale. Ich möchte aber erst... Mist. Darum hätte ich mich früher kümmern müssen, dass ich die Münze bekomme. Na, mal sehen, ob ich trotzdem noch das Levelziel erreichen kann. Hier unten gibt es sonst nichts mehr. Gehen wir hier durch. Na los. Na. Gut. Dort haben wir auch noch einen eingesammelt. Weiter geht's. Hierhin. Hier gibt es Lumps und noch ein Herz. Wenn man schon ein Herz hat und trotzdem noch eins einsammelt, erhält man noch ein paar weitere Lumps. So, das hinten gibt es, glaube ich, nichts mehr. Hier weiter, hier oben gibt es allerdings etwas. Die beiden sammeln Wein. Und hier nach oben, ups, hier gibt es nämlich so, noch so eine Schädelmünze. Das war jetzt sehr intelligent. Denn das habe ich nicht mehr überlebt. Also nochmal. So. Wir haben wieder, ich glaube, genauso viele Lumps, wie wir hatten, als wir den Raum betreten haben. Und wir können es einfach nochmal probieren. Das ist recht fair gehalten hier. In diesem Spiel. Ja. Das lief nicht ganz so elegant, wie es eigentlich sollte. Aber letztendlich habe ich sie doch alle erhalten. So, und hier gibt es den weiteren Geheimweg zu einer weiteren Münze. So. Nein, ich möchte gerne... Die möchte ich natürlich alle haben. Den unten möchte ich haben. Ich möchte allerdings auch hier unten hin. Denn hier gibt es einen Geheimgang zu einem geheimen Käfig. Hep, hep. So, ey, so. Und das wieder an. Hep, rüber hier. Und den letzten. Shit. Das verlief nicht nach Plan. Aber egal, wir können es einfach normal probieren. Alles kein Problem. So, die schicken wir wieder ins Jenseits. Ne, die erhalten wir nicht mehr. So, diesmal ein bisschen vorsichtiger und ein bisschen weiter springen. So, das lief noch gut. Nein, noch nicht abspringen. Was machst du? Oh Gott. Da ist er vom Käfig abgesprungen. Ah, okay. Also noch einmal. Man kann es ja gar nicht zu oft versuchen. So. Hier sterbt alle. Du gehst wieder hin. So. So, jetzt haben wir es aber. Sehr gut. Oh, wir haben schon einen Käfig übersehen, wie ich sehe. Da muss ich dann doch gleich mal gucken. Ich glaube, durch Zurückgehen finde ich die nicht. Dann wird es später einen weiteren Durchlauf geben, wo ich den einen Käfig dann auch noch aufsuche. So. Die Münze habe ich. Das fände ich gut. So. Hier möchte ich gerne alles abgreifen, was man halt so abgreifen kann. Hep. Dieser Spalt hier verabschiedet sich, aber wir wollen hier unten noch die Schädelmünze haben. Das ist aber auch kein Problem, das zu bekommen. Huch. Hier habe ich den vergessen. Springen und schlagen. Da habe ich noch zwei Lumps vergessen. Die nehme ich einfach mal mit, ob ich so nur brauche oder nicht. So, hier sind wir schon am Ende vom Level. Das hier, ja, ist der letzte Käfig des Levels. Mist. Den habe ich nicht mehr erwischt. Aber ich gehe mal... Hey. Oben hoch. So, noch einmal aufschlagen, damit der auch zerplatzt. Na. Okay. Ist halt so.
Und eine Stampfattacke, das geht schneller. Gut. Zwei Käfige haben wir. Einen Käfig haben wir übersehen, naja. Fraglich ist jetzt, haben wir genug Lumps? Wir haben 339. Und wir brauchen 300, reicht also. Sehr gut. Für 150 erhalten wir schon mal den ersten Elektun hier. Und gleich noch den zweiten. So. Und gleich den zweiten noch hinterher. Sehr gut. Weiter mit der Leertaste. Wie ihr auf der Medaille gesehen habt, es gibt halt unterschiedliche Sachen, wofür man Elektuns bekommt. Das sind Käfige. Später, wenn man am Ende genug Lumps hat. Und in der Mitte der... Ja, ich weiß. Und in der Mitte der Zeit... der Zeitabschnitt. Den konnten wir noch nicht kriegen. Den kriegt man erst, wenn man das Level ein zweites Mal betritt.